Moin und willkommen zu einer Doppelfolge. Im Obergeschoss startet in diesen Tagen der Trockenbau. Im Moment noch keine Innenwände drin, aber diese lustigen Maulwurfshügel, von denen wir nicht ganz wissen, was das ist, also fachkundige Kommentare bitte hinterlassen, die sind da. Alles ist mit Folie ausgekleidet, die Dämmung ist drin unterm Dach und das Dachfenster seht ihr hier, das ist ungefähr 1 Meter mal 1,50 Meter, also gar nicht so klein, wie es auf dem Film vielleicht scheint. Für alle, die neu zugeschaltet haben auf meinem Kanal, das wird ein Luftraum, deswegen ist hier ein Loch. Man guckt dann auf die Kücheninsel und dieses Loch ist eben leider auch der Grund, warum der Grundriss nicht mehr ganz so symmetrisch ist, wie das beim Edition 600 eigentlich der Fall ist. Denn Kücheninsel von oben ist super, Küchenschränke von oben ist nicht so super. Deswegen mussten wir die Schlafzimmerwand ein Stückchen nach links rausziehen, um eben die Küchenschränke unterhalb der Decke noch enden zu lassen und die nicht ein paar Zentimeter überstehen zu lassen. Das wäre ziemlich blöd gewesen. Ihr könnt hier sehen, dass wir sehr, sehr froh sind, diese USB-Platten schon oben auf dem Dachboden zu haben, um den hinterher in Eigenleistung selber zu beplanken. Wie dick das verwendete Dämmmaterial ist, seht ihr hier. Ich habe mal meine Hand daneben gelegt. Also es ist ordentlich und wir werden nicht frieren, denke ich. Ich nehme euch nochmal mit zu der Seite vom Schlafzimmer und vom Badezimmer. Da haben sich auch noch ein paar Besonderheiten ergeben. Wir haben hier nicht die Standardbreite der Fenster genommen, sondern Türbreite. Und wir haben auch eine Tür, die vom Schlafzimmer dann rausgeht. Da ist im Moment noch nichts da an dieser Hauswand, schließt sich aber dann im späteren die Garage an. Und auf der Garage möchten wir gerne eine Dachterrasse errichten. Deshalb haben wir hier schon mal eine Tür geplant, um dann aus der Dachterrasse auch rauszugehen. Die Garage muss dafür ein Stückchen höher sein, sonst hätten wir relativ viele Treppen. Das heißt, wir können keine Standardgarage nehmen. Im Badezimmer könnt ihr hier nochmal sehen, die Platzhalter für die Leitung. Und die B- und Entlüftung mussten wir in dieses Obergeschoss verlegen, weil das im Erdgeschoss sonst in der noch zu bauenden Garage gemündet hätte. Da mussten wir auch kreativ rangehen, wie wir diese Leitung jetzt neben der Toilette verbauen. Das zeige ich euch dann aber im späteren Verlauf. Rohbaufertig ist es allerdings leider immer noch nicht, denn zwei Fenster fehlen im Treppenhaus. Das hat aber den schlichten Grund, die kommen da einfach nicht ran, weil das Gerüst fehlt. Wird nächste Woche nachgeholt, ist also nicht weiter das Problem. Ein Tag später sieht das Ganze im Obergeschoss schon so aus. Und was ich vorher für wild in der Gegend platzierte Stützen und Stützpfeiler gehalten habe, hat in Wahrheit Sinn und Verstand. Das ist nämlich schon die Vorbereitung für den Trockenbau, sprich Türdurchgänge, das ist die Tür zum Badezimmer oder Zimmerecken, Außenwände, Außenkanten. So langsam wird's. Und wie das Ganze exakt nach einer Woche aussah, das zeige ich euch jetzt. Hier stehe ich auch wieder am Treppenaufgang und es hat sich so viel getan. Endlich können wir die einzelnen Räume im Obergeschoss begehen. Im Erdgeschoss hatten wir das ja schon durch die Mauern, aber jetzt sehen wir hier Kinderzimmer 1, dahinter Kinderzimmer 2, hier den vielgelobten, vielgerühmten Luftraum, dann der Durchgang zum Schlafzimmer mit Ankleide, durch die man zuerst durchgeht und als letztes das Badezimmer. Die Fenster sind übrigens auch da und das ist auch somit das Einzige, was man auf dem Zeitraffer von außen noch sehen kann. Hier seht ihr noch die beiden leeren Öffnungen und da tut sich schon was und Achtung, zack, sind die beiden Fenster schon drin. Aber ich wollte euch ja eigentlich das Badezimmer im Obergeschoss zeigen. Die Trockenbauwände stehen, wenn man reinkommt, rechts geht man direkt oder blickt man direkt in die Dusche. Durch dieses Fenster, was natürlich hinterher unsere Ablagefläche wird in der Dusche, sieht man, rechter Hand kommt die Badewanne hin, dahinter steht schon der Spülkasten bereit und auf der linken Seite finden sich die Waschbecken. Die Luke für den Dachboden ist ebenfalls an Ort und Stelle. Vom Flur aus begeben wir uns jetzt einmal durch die Ankleide ins Schlafzimmer. Rechts seht ihr nochmal das Badezimmer. Und dann schauen wir uns neben den ganzen Leitungen und Kabeln, die hier verlegt sind, wir haben übrigens bunte Kabel als KNX-Vorbereitung, auch schon mal das Schlafzimmer an. Pink an die Wand gesprüht und angebracht ist der Meterriss. Der liegt im Moment bei 1,15 Meter, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, 15 cm Fußboden kommen noch oben drauf. Das sind Fußbodenheizung und Estrich plus unser Bodenbelag.
Diese zart fliederfarbenen, ich nenne sie mal Platzhalter, da werden jetzt die Leitungen durchgeführt vom Obergeschoss ins Erdgeschoss, beziehungsweise andersrum. Und das wird unser Schlafzimmer. Hier einmal der Blick rein und auch andersrum der Blick auf die schon eben erwähnte Tür statt Fenster. Durch die Ankleide geht es zurück auf in ein Kinderzimmer. Vorher kommen wir noch am HKV vorbei. Wenn ich mich richtig erinnere, steht das für Herz-Kreisverteiler. Und wer auch das auf seinem Grundriss stehen hat, so sieht dieses Ding aus im Rohbau. Und jetzt geht es weiter zum Kinderzimmer. Und ich finde, da kann man auch erstmal sehen, wenn diese Wände stehen, wie riesig diese Kinderzimmer sind. Das haben wir natürlich im Musterhaus schon mal so gesehen, aber wenn man das jetzt selber auf seinem eigenen Grundstück stehen hat und die Kinder sich heute auch die Kinderzimmer ausgesucht haben, dann bekommt das nochmal einen ganz anderen Charme. Hier auch Kinderzimmer 2. Da hat unsere Tochter direkt gesagt, das findet sie doof, aus was für einem Grund auch immer. Sie wollte lieber das andere haben. Passt schon. Hier sieht man, wie eine Lüftung im Rohbau aussieht. Und mit diesem abschließenden Schwenk war es das fast schon für diese Woche. Eine Sache haben wir vom neuen Bauleiter in der letzten Woche in die Hand gedrückt bekommen. Den haben wir ja zum ersten Mal getroffen. Das ist dieses Teil. Wir haben eine Zeitkapsel. Da wird sie hinterher eingebaut, hinter dem Eckstein, den haben wir an der Haustür platziert. Und das gibt's zur Vorabnahme. Wenn ihr wissen wollt, was bis dahin passiert, abonniert gerne meinen Kanal und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch.